Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürger, liebe Freunde, danke, dass Sie so viel und so zahlreich hier nach Ringsheim gekommen sind, zu einer Veranstaltung der Alternative für Deutschland. Unter guten Ordnung halber muss ich das gleich präzisieren, nicht zu einer Veranstaltung der Alternative für Deutschland als Partei, sondern zu einer Veranstaltung der Bundestagsfraktion und dann nochmal ganz speziell der Landesgruppe Baden-Württemberg, für die ich die heutige Veranstaltung organisieren durfte als örtlicher Abgeordnete. Den Charakter als Fraktionsveranstaltung erkennen Sie zum Beispiel auch am Logo. Und wenn Sie sich nachher wundern, dass manche Themen heute nicht angesprochen werden, kann das auch einfach damit zu tun haben, weil Parteithemen sind nicht unbedingt deckungsgleich mit den Themen der Fraktion. Was wir hier machen, machen wir aus Geldmitteln der Fraktion, das heißt unmittelbar aus Steuergeldern. Und deshalb muss das Thema, zu dem wir hier reden, unsere parlamentarische Arbeit sein. Da gibt es natürlich zahlreiche Überschneidungen mit der Parteiarbeit, aber es ist nicht das Gleiche. Deswegen beispielsweise Personalthemen werden Sie heute von uns kein Wort dazu hören und das will ich dann auch nachher in der Diskussion bei der Fragestellung zu berücksichtigen. Ja, wenn ich Ihnen zu Beginn gedankt habe, dass Sie den Weg zum Bürgerhaus hier gefunden haben in Ringsheim, dann auch deshalb, weil es in Deutschland im Jahr 2020 wieder Mut erfordert, Gesicht zu zeigen und Farbe zu bekennen. Und da meine ich jetzt noch gar nicht die Zwangsmaske, sondern das undemokratische Schauspiel hier vor der Tür, mit dem die Besucher dieser Veranstaltung abgeschreckt werden sollen. Und mancher wird sich vielleicht in der letzten Sekunde umentschieden haben und nicht hier den Weg hereingefunden haben, weil er da draußen sich dieses Spießrutenlaufen nicht antun wollte. Und wer öfters Debatten im Deutschen Bundestag verfolgt, der stellt fest, dass die Vertreter der etablierten Parteien des Kartells eigentlich schon fast gewohnheitsmäßig von den demokratischen Fraktionen im Hohen Haus sprechen oder vom demokratischen Teil der Opposition. Und wer hier angeblich dann nicht zu den Demokraten gehören soll, das wird natürlich auch ganz klar angesagt. Uns als AfD-Fraktion wird stellvertretend für die ganze Partei der Status als Demokraten abgesprochen. Und während der Redner der AfD-Fraktion vor kurzem mit einem Ordnungsruf bedacht wurde, weil er die anderen Abgeordneten allgemein als Heuchler bezeichnet hatte, werden wir als AfD-Fraktion regelmäßig im Plenum des Bundestages vor laufenden Kameras als Hetzer, Extremisten, Rassisten oder gar als Nazis verleumdet oder bestenfalls als nur infantile Narren oder Wirrköpfe verunglimpft. Und es ist müßig, darauf hinzuweisen, dass dies eigentlich so gut wie immer folgenlos bleibt und vom Präsidium nicht gerügt wird. Der Blockflötenchor im Präsidium muss nämlich nicht damit rechnen, dass dieses undemokratische Messen mit zweierlei Maß irgendwann zu entsprechenden Reaktionen von unserer Seite führen könnte, weil uns immer noch die Vertretung im Präsidium mit einem eigenen Vizepräsidenten entgegen der beschlossenen Geschäftsordnung des Bundestages und entgegen einem der ersten Beschlüsse des 19. Bundestages verweigert wird. Und an diesen Skandal haben wir uns längst gewöhnt. Wir machen unsere Gegenstrategie, aber ganz ernsthaft erwartet von uns wohl keiner, dass es in dieser Legislaturperiode noch einen Vizepräsidenten der AfD geben wird. Egal, ob wir weitere Kandidaten aufstellen oder unsere Klage in Karlsruhe dann irgendwann vielleicht noch verhandelt wird, es wird nicht dazu führen, dass es einen Vizepräsidenten gibt. Und das kann man ganz klar als Skandal bezeichnen und das ist einer Demokratie unwürdig. Und im Vokabular der bunten Spezialdemokraten im Bundestag gehören dann Begriffe wie Verschwörungstheoretiker oder Abgehängte oder Wutbürger noch zu den Kategorien der harmlosen Art. Oft gibt es dann auch Ausflüge ins Tierreich, ganz unerträgliche. Damit meine ich, dass wenn wir als Parlamentarier der AfD die Rattenfänger sein sollen, dann müssen ja unsere Mitglieder, Anhänger und Wähler, also im Grunde genommen Sie, die Sie heute da sind,
doch dann die Ratten sein. Eine Verleumdung und Beschimpfung von rund 6 Millionen Wählern in Deutschland ungeheuerlichen Ausmaßes. Das ist ebenfalls ein Skandal. Also, es gibt keine Beleidigung, keine Schmähung, keine Herabwürdigung von diesen selbsternannten Blockwarten der Demokratie, die schäbig genug ist, um sie und uns gemeinsam in den Dreck zu ziehen. Und dann ganz nebenbei sind wir es auch noch, denen permanent vorgeworfen wird, wir würden die Gesellschaft spalten. Und deshalb erfordert es viel Mut, Rückgrat und Durchhaltevermögen, um Mitglied einer solchen Partei zu sein, um diese Partei in einem Landtag oder im Bundestag zu vertreten, aber auch im Kreistag, im Gemeinderat oder in der Regionalversammlung oder sonstigen Gremien. Oder um, so wie Sie heute Abend, sich von den Schmuddelkindern des Bundestages etwas über ihre Arbeit erzählen zu lassen und vielleicht nachher auch noch mit ihnen zu diskutieren. Und dabei gibt es doch im Grunde gegen uns alle nur einen Vorwurf, Sie wie wir, nämlich wir machen von unseren grundgesetzlich verbürgten Rechten Gebrauch, aber den falschen Gebrauch. Denn wir leben in einer Zeit, in der der legitime Protest an der Regierung und die Inanspruchnahme von Grundrechten zumindest als Indiz und für manche sogar schon als Beweis für eine demokratiefeindliche und niedere Gesinnung gewertet wird. In der Ukraine oder in Weißrussland ist das dann vielleicht anders, aber hier muss man schon die richtige Meinung vertreten, um seine Grundrechte auch zu Recht in Anspruch nehmen zu dürfen. Und deshalb rede ich heute über die Grundrechte in Gefahr und man kann wirklich sagen, es vergeht kein Tag, der diese Befürchtung nicht bestätigt. Und die sogenannte Corona-Krise war allenfalls für eine kurze Zeit eine Gesundheitskrise und das auch nur, weil die Bundesregierung, vor allem in Gestalt der Pannenminister Spahn und Scheuer, den Beginn des weltweiten Corona-Geschehens schlicht und ergreifend verschlafen haben und auf die leichte Schulter genommen haben und die mögliche Vorbereitungszeit versäumt haben. Als die AfD-Fraktion im Bundestag Einreisekontrollen an Flughäfen gefordert hat, wurden wir dafür verspottet und geradezu ausgelacht. Und Wochen später dann durften Hamburger nicht mehr nach Schleswig-Holstein reisen und wurden Besitzer von Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Bundesland vertrieben, wenn sie dort nicht zugleich ihren Hauptwohnsitz hatten. Der wohl gravierendste Fall war der einer Familie, die fatalerweise ihren Hauptwohnsitz in Spanien hatte, eine deutsche Familie, und die dann trotz ihrer Ferienwohnung, die sie in Mecklenburg-Vorpommern hatten, des Landes verwiesen wurden und das angesichts von europaweit bestehenden Grenzbeschränkungen. Unglaublich, was in Deutschland geht, wenn man Deutscher ist. Wie es ausgegangen ist mit dem Fall, weiß ich nicht, darüber wurde nicht berichtet, also ist zu befürchten, dass die Familie tatsächlich da unter die Räder gekommen ist. Aber es ist doch symptomatisch für ein Land, in dem sich millionenfach Menschen aufhalten und voll alimentiert werden, die zumindest bei der Einreise illegale waren. Und das ist wieder ein Skandal in Deutschland. Und es versteht sich ja eigentlich auch fast von selbst, dass ein Land, das bei der Beschränkung der Freizügigkeit und Fortbewegungsfreiheit seiner Bürger so großzügig vorgeht, gleichzeitig dann Flugzeuge aus damaligen Hotspots wie China und dem Iran unverändert weiter in Deutschland landen lässt. Im Zentrum der Krise stehen natürlich die wirtschaftlichen Folgen für Deutschland und Europa. Und wenn wir darüber sprechen, sollten wir dem offiziellen Sprachgebrauch widerstehen. Wenn es kurzzeitig über 10 Millionen Kurzarbeiter gab und wir vielleicht schon in naher Zukunft vielleicht auch Millionen von Arbeitslosen haben werden, dann ist das und war es niemals eine Corona-Krise, sondern das ist eine Lockdown-Krise, verursacht von der Regierung. Applaus
die Wirtschaftskrise auf die Deutschland zusteuert, dazu wird sicherlich nachher noch Dirk Spaniel sehr viel ausführen, das ist nicht die Folge einer Krankheit namens Covid-19, sondern die Folge eines völlig überzogenen, maß- und planlosen Krisenmanagements der Regierung und das auf dem Hintergrund katastrophaler Fehlentscheidungen der letzten Jahre, vor allem in Bezug auf Euro und den Kampf gegen das Automobil. Es war falsch, einen weitgehenden Lockdown anzuordnen, vor allem, wenn man kein Ausstiegsszenario hat. Wir als AfD-Fraktion haben dagegen von Anfang an eine Befristung auf 4 Wochen und später dann wöchentliche Überprüfungen der Maßnahmen verlangt. Und das Problem besteht nicht nur im fehlenden Ausstiegsszenario bei den Regierungen in Bund und Ländern, aus Sicht der Regierung natürlich auch im Fehlen eines Szenarios, bei dem man dann nicht zugeben muss, dass man im Grunde genommen zu jedem Zeitpunkt der Krise jeweils falsch gehandelt hat und Maßnahmen ergriffen hat, die vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt noch sinnvoll gewesen wären, aber eben letztendlich dazu geführt haben, dass man das Land vermeidbar und leichtfertig in eine Krise geführt hat, die vermutlich die schwerste Wirtschaftskrise sein wird, die unsere Bundesrepublik jemals erlebt hat. Und zudem haben wir neben der Wirtschaftskrise auch schon längst eine Staatskrise. Nach der verschlafenen Anfangsphase, in der man Maßnahmen zur Ertüchtigung des Gesundheitssystems und zur Eindämmung der Pandemie hätte ergreifen müssen, das war die Zeit von vor allem Dingen dann ab der Jahreswende, hätte auch schon im Ende des Jahres 2019 losgehen können, aber spätestens ab Beginn 2020 muss man sagen, da hat die Regierung einfach nur gepennt, im Tiefschlaf vor sich hingepennt und alles versäumt, was man dann nachher gesagt hat, das müssen wir unbedingt machen, um zu verhindern, dass das Gesundheitssystem kollabiert und dafür braucht es den Lockdown. Und als man dann voller Panik gemerkt hat, angesichts von Bildern aus Italien vor allem, dass da vielleicht doch eine gefährliche Krankheit kommen könnte, man wusste es nicht wirklich, da hat man dann völlig überzogen reagiert und der Maßnahmenkatalog konnte dann gar nicht umfassend und eingreifend genug sein, mit dem man dann dem deutschen Bürger ein hartes Durchgreifen als Zeichen von Handlungsfähigkeit und Beherrschung der Situation präsentieren wollte. Und leider muss ich sagen, diese Politik der harten Hand fand dann bei den durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk informierten Bürgern unseres Landes leider so viel Anklang, dass die Umfragewerte für Herrn Söder und die Frau Merkel in der Folge durch die Decke gegangen sind. Was sich dann schon bei der EU-vertragswidrigen Euro-Rettung und noch mehr bei der Grenzöffnung 2015 für Millionen von illegalen Migranten gezeigt hat, ist jetzt leider noch deutlicher hervorgetreten. Obrigkeitshörigkeit und die irrationale Hoffnung auf eine mystische Erlösung von allen Problemen und Gefahren, wahlweise durch das Arbeiterparadies, den Endsieg oder den europäischen Superstaat, Klimarettung wäre natürlich auch eine Möglichkeit, die sind zumindest in Deutschland fest im Genpool der Menschen verankert. Ein Stück weit ist das frustrierend, aber wir kämpfen dafür, das zu ändern. Und sichtbares Zeichen für diesen Wahnsinn sind die unzähligen Menschen in Deutschland, die selbst allein im Auto oder beim Spazierengehen in freier Natur, fernab jeglicher Menschenansammlungen, eine Maske tragen. Unsinn hoch 10, man will es eigentlich nicht fassen, was hier mit Menschen passiert, die im Grunde genommen immer noch die Bezeichnung Homo sapiens tragen. Und wenn wir Sie heute im Saal hier auch auffordern, wenn Sie sich frei im Saal bewegen, dann eine Maske zu tragen, dann nicht deshalb, weil wir darin auch nur irgendeine kleine Sinnhaftigkeit erkennen können, sondern weil wir uns als Rechtsstaatspartei auch an unsinnige Vorgaben halten und, das muss man einfach auch sagen, ohne dieses Hygienekonzept wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen und es wurde auch deutlich gemacht, dass bei Nichtbeachtung des Hygienekonzepts die Veranstaltung auch sehr schnell beendet sein könnte. Der Rechtsstaat funktioniert eben noch. Na gut, er funktioniert partiell.
Vielleicht nicht gerade dann, wenn in Connewitz die Straßen brennen, aber beim Kujonieren von Angst- und Maskenverweigern, da klappt das noch. Der Gesslerhut hat ausgedient und heute muss es schon der Maulkorb sein, an dem sich der Grad der Unterwerfung unter die Obrigkeit misst. Und der durchschnittliche Bürger, der dankt der Obrigkeit dann noch dafür, dass die harte Hand ihn auch kräftig schlägt. Und dann könnte man sagen, wenn jetzt die harte Hand wenigstens auch noch zu einem dauerhaften Schutz unserer Grenzen vor illegaler Migration und dann auch noch vielleicht zur zeitnahen Abschiebung von Hunderttausenden von Illegalen zeigen würde, dann hätte das wenigstens eine gute Seite. So bleibt es dabei, wir haben durch Corona gelernt, dass die deutschen Grenzen geschützt werden können, wenn es der Kanzlerette gefällt. Aber auch nur dann. Leider zu selten. Das Hauptproblem für unsere Verfassung und unseren Rechtsstaat besteht darin, dass unsere Eliten dank Corona erkannt haben, dass die Mehrzahl der Bürger, zumindest bislang, nahezu alles mittragen, was normalerweise mit großer Empörung zurückgewiesen würde. Und zwar dann, wenn man ihnen einfach nur genügend Angst macht. Die Bürger in Angst zu halten, das ist das deutliche Ziel der Regierung. Und das merkt man auch an der permanenten medialen Dauerberieselung, wie versucht wird, die Bevölkerung in Angst zu halten vor einer Infektionskrankheit, die gar keine Toten mit sich bringt. Wir haben nicht die befürchtete Übersterblichkeit, wir haben weniger Tote in der ersten Jahreshälfte gehabt als in den vorangegangenen Jahren mit relativ schweren Grippewellen. Diese Krankheit, die gibt es in der Statistik, aber nicht in der Realität. Aber die Angst vor Seuchen gehört wohl zu den Urängsten der Menschheit und das einfach über Jahrtausende in unsere DNA eingebrannt, da bis zu den Entdeckungen der modernen Medizin der Mensch weitgehend hilflos gegenüber Krankheiten und Seuchen war und sich dagegen nicht wirklich wehren und schützen konnte. Und man muss sagen, unsere Grundrechte haben für Jahrzehnte das Rückgrat unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung gebildet, mitunter angekratzt, aber nie wirklich in Frage gestellt. Denn Grundrechte sollen die Abwehrrechte des Bürgers gegenüber dem Staat sein, nur dann brauche ich sie. Wenn sie diesem Zweck nicht dienen, brauche ich keine Grundrechte. Und nur zur Erinnerung, in der DDR gab es auf dem Papier zumindest nahezu genau die gleichen Grundrechte, die wir auch hier im Westen Deutschlands und heute im Vereinigten Deutschland haben. Nur in der DDR konnte ich mich damit nicht gegen den Staat verteidigen. Wenn also die Grundrechte sich in unserem heutigen Deutschland immer weniger dazu eignen, um mich als Individuum gegenüber dem Staat zu verteidigen, dann ist die Frage, wie viel DDR ist heute schon in Deutschland Realität geworden? Die Grundrechte sind die Waffen, mit denen sich das Individuum gegen das Kollektiv verteidigt. Aber zur Wahrheit gehört eben, dass unsere Grundrechte nicht nur erodieren, also langsam dahinschwinden, sondern aus meiner Sicht unter dem Denkmantel von Gleichheit und Teilhabe schon seit über 20 Jahren immer stärker pervertiert werden. Und es ist interessant, mal anzuschauen, wann da der entscheidende Dammbruch war. Ich setze den an nach der Bundestagswahl 1994. Es konnte damals eine schwarz-gelbe Koalition mit dem fünften und letzten Kabinett Kohl fortgesetzt werden. Mit einem Klaus Kinkel als Vizekanzler und einer Sabine mit dem schrecklichen Doppelnamen als Justizministerin. Und mit zwei alten Bekannten, woran sich viele gar nicht mehr vielleicht erinnern, Horst Seehofer und Angela Merkel durften schon damals ihr Unwesen treiben als Minister. Das heißt, so viel hat sich seitdem vielleicht gar nicht geändert. So viel dann auch zum
Gedanken an die gute alte Zeit, die eben nicht so gut war. Es war eine Zeit, in der die unsäglichen 68er längst erfolgreich den Marsch durch die Institutionen genommen hatten und nach der Wiedervereinigung dann ideologische Unterstützung durch originäres leninistisch-marxistisches Gedankengut aus dem real existierenden Sozialismus der DDR erhielten und eben auch in Person einer früheren FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda, die wir auch als IM Erika kennen. Und dieser Kanzler Kohl, der 1983 mit seiner dreisten Lüge von einer geistig-moralischen Wende viele von uns begeistert hat, wurde in diesem Jahr 1994 Artikel 3 Grundgesetz 55 Jahre nach dem Inkrafttreten erstmalig geändert. Bis dahin lautete Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das war eine echte Errungenschaft unserer Mütter und Väter des Grundgesetzes und es brauchte auch in der Tat Jahrzehnte, bis die Gleichberechtigung in allen Bereichen auch wirklich umgesetzt war. Die letzte mir bekannte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dazu datiert sogar erst vom Jahr 1991 und betraf das eheliche Namensrecht. Gleichberechtigung bedeutet Gleichheit vor dem Gesetz. Für mich heißt das Chancengleichheit, nicht Ergebnisgleichheit. Jedenfalls war das so bis 1994, denn unter einer sogenannten bürgerlichen Regierung wurde Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz um einen verhängnisvollen Satz ergänzt, nämlich der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Mit diesem Satz wurde in die Verfassung gemeißelt, dass Männer und Frauen vor dem Gesetz nicht mehr gleich sind, sondern der Staat den Auftrag hat, für eine tatsächliche Gleichstellung zu sorgen. Und wenn jetzt immer noch irgendjemand die CDU für einen Teil der Lösung hält und nicht sehen will, dass die CDU der Kern des Problems ist, der schreibt bitte 100-mal in 4 Meter großen Buchstaben und in roter Farbe an das Konrad-Adenauer-Haus. Ohne Helmut Kohl kein Gender-Gaga! Ausrufezeichen. Und Artikel 3, der Gleichstellungsgrundsatz, das war die Büchse der Pandora. Nicht nur wegen den Gleichstellungsbeauftragten, die Kraft Gesetzes nur weiblich sein können. Zum Beispiel auch in der Justiz, wo wir schon lange viel mehr Richterinnen haben, die in den Dienst eintreten, als Richter. Sondern vor allem wegen dem ganzen anderen Antidiskriminierungsmist, der seit Jahren über uns ausgekübelt wird. Der Grundsatz, dass der Staat seine Bürger rechtlich gleich behandeln muss, wurde dahin pervertiert, dass mittels der Antidiskriminierungsvorschriften die Vertragsfreiheit in weiten Teilen nahezu ausgehebelt wurde. Dabei sind die Beziehungen zwischen Privaten von Natur aus auf Diskriminierung ausgelegt. Der Nichtraucher diskriminiert. Der Muslim, der kein Schweinefleisch isst, diskriminiert. Und nichts ist vermutlich so diskriminierend wie die Partnerwahl eines jeden von uns. Und das auch in Ordnung, denn das ist Freiheit. Und ein weiterer Meilenstein in der Beschneidung unserer Grundrechte, das stellte dann die Erfindung von sogenannten Staatszielbestimmungen dar. So fand 1994 der Umweltschutz den Weg ins Grundgesetz und 2002 wurde dann noch der Tierschutz ergänzt. Und im Jahr 2016 wollte die damalige Beauftragte der Bundesregierung für Türken und Muslime, offiziell nennt man das dann Integrationsbeauftragte, auch noch ein Staatsziel Integration im Grundgesetz verankern. Mit dieser Integrationsbeauftragten rede ich von jener Frau Özoguz, die es vor allen Dingen mit ihrer Aussage, dass es eine spezifisch deutsche Kultur jenseits der Sprache nicht gebe, zu einer doch sehr unrühmlichen Bekanntheit gebracht hat. Aktuell geht es um die Aufnahme des Klimaschutzes in das Grundgesetz und die sogenannten Kinderrechte. All das scheint sich harmlos anzuhören, ist es aber überhaupt nicht. Denn hier werden mit jeder Staatszielbestimmung werden Werte, Rechtsgüter mit Verfassungsrang geschaffen.
Die sind zwar bisher nicht einklagbar, aber sie kommen zum Tragen, wenn es zur Kollision verschiedener grundgesetzlich geschützter Positionen kommt. Und letztendlich, all das dient der Einschränkung von Grundrechten. Und zur Kollision zwischen Grundrechten und Staatszielbestimmungen kommt es sehr schnell. Zum Beispiel, wenn es dieses Staatsziel Integration in das Grundgesetz geschafft hätte, dann könnten vielleicht Meinungen verboten werden, die sich kritisch mit dem Islam befassen, weil Islamkritik ja die Integration von Muslimen beeinträchtigen könnte. Und gerade mit dem Klimaschutz, da würde mir ganz viel einfallen, was man dann als grüne Politiker, egal ob CDU-Parteibuch oder anderes, verbieten könnte, wenn das erstmal im Grundgesetz stünde. Und das Erste, was verboten würde, wäre vermutlich das private Autofahren. Die Kinderrechte wiederum, die dienen nur dem Zweck, das Elternrecht auszuhöhlen, denn wir haben die allgemeinen Menschenrechte und aus meiner Sicht sind Kinder ebenfalls Menschen. Das heißt, jedes Recht, das man braucht, steht bereits in der Verfassung und da braucht es keine zusätzlichen Kinderrechte, deren einziger Zweck, wo sie zum Tragen kommen können, darin besteht, das Elternrecht zu beschneiden. Und es sind immer die totalitären Staaten, die versuchen, die Kinder den Eltern abspenstig zu machen und wegzunehmen. Das war so im Dritten Reich, das war so in der DDR, das war so im kommunistischen China und das nimmt bei uns auch immer fatalere Züge an. Einer der Punkte, gegen die wir kämpfen und auch immer kämpfen werden, bis damit Schluss ist. Und jetzt komme ich mal zu Corona. Am 27. März hat der Bundestag das Vorliegen einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite festgestellt. Bei diesem Antrag, der die Kanzlermehrheit erforderte, das heißt die positive Zustimmung von zumindest der Hälfte der Mitglieder, wir haben uns dazu enthalten, weil für uns zu diesem Zeitpunkt es zwar vielleicht vertretbar war, diese Maßnahmen zu ergreifen, weil man in der Tat nicht wusste, wie gefährlich ist das wirklich, zu welchen Auswirkungen kommt es und wir konnten auch das Ansinnen teilen, das Gesundheitssystem aufzurüsten, um seinen Zusammenbruch auf jeden Fall abzuwenden. Aber wir haben von Anfang an gefordert, dass das einer engmaschigen Kontrolle bedarf und nach spätestens 4 Wochen überprüft werden muss. Und warum? Weil es hier um Grundrechte geht, um die Einschränkung von Grundrechten. Und nicht derjenige braucht eine Rechtfertigung, der zur Normalität zurückkehren will, sondern derjenige, der die Rechte weiterhin beschneiden will. Und je länger dies dauert, umso genauer muss man begründen, warum es weiterhin verhältnismäßig sein soll, Grundrechte zu beschneiden. Und deshalb waren Öffnungsdiskussionsorgien ausnahmsweise mal wirklich alternativlos und werden es bleiben, solange es hier von der Regierung Einschränkungen unserer Rechte gibt. Und wir werden diese Diskussion führen. Wir sind also seit März im Ausnahmezustand und ein Ende ist da nicht in Sicht, auch wenn es keinen zweiten Lockdown geben wird. Ich denke eher damit, die Regierung wird weiterhin die Bevölkerung mit der Drohung eines zweiten Lockdowns schrecken. Und mit diesen Maßnahmen wurde dem Gesundheitsminister eine bisher nicht gekannte Machtfülle übertragen, vermutlich verfassungswidrig, denn hier wurden Kompetenzen zum Erlass von Rechtsvorschriften auf die Exekutive übertragen, in einem Ausmaß, wie es bisher noch nie der Fall war. Und ich bin ganz sicher, dass hier die Vorgaben des Grundgesetzes verletzt wurden, dass der Ausmaß, das Zweck und die Ziele hierfür im entsprechenden Gesetz selbst ganz bestimmt vorgegeben werden müssen. Und in dem Kontext muss man eines immer wieder sagen, eine Diktatur, die beginnt nicht erst dann, wenn ein Staat seine Bürger in Lager einsperrt. Nein, die Diktatur beginnt viel früher, nur die wenigsten merken es. Und
daran muss man auch deshalb erinnern, weil ein Teil der Politik hatte sich im Ausnahmezustand gemütlich gemacht. Seit einer Änderung der Geschäftsordnung im März gilt der Bundestag als beschlussfähig, wenn ein Viertel seiner Mitglieder da ist. Und damit das nicht so leer aussieht, darf man jetzt eben nur noch auf jedem zweiten oder dritten Platz im Bundestag sitzen. Dann merken das die Bürger auch gar nicht so arg, wie leer das eigentlich ist. Unser ursprünglicher Antrag auf Befristung bis Ende Mai wurde im März abgelehnt. Vor der Sommerpause haben wir beantragt, den parlamentarischen Ausnahmezustand zu beenden und zur Normalität zurückzukehren, weil es schon da keine Pandemie mehr gab, abgelehnt. Und jetzt nach der Sommerpause wurde sofort im Hauruck-Verfahren ohne Debatte im Bundestag dieser parlamentarische Ausnahmezustand bis zum Jahresende verlängert. Und wer hat zugestimmt? Natürlich alle außer der AfD, auch die FDP, die in den Medien mittlerweile die Rolle einnimmt, als seien sie die einzigen, die den Unsinn dieser Corona-Maßnahmen in Frage stellen würden. Nein, das ist nur eine Show. Hinter den Kulissen trägt die FDP alles mit. Also auch von dieser Seite ist keine Rettung Deutschlands zu erwarten. Und die Begründung für die Verlängerung dieser Sonderregeln, mit denen sich der Bundestag im Grunde genommen selbst kastriert, der ist natürlich die Pandemie und die steigende Anzahl von Neuinfektionen. Und wir wissen aber alle, und das wissen auch die Kollegen, auch der, der da draußen bei den Schreihälsen steht, dass ein positiver Test kein Infektionsnachweis ist und vor allen Dingen nichts über einen tatsächlichen Krankheitsverlauf aussagt. Das war alles nur eine große Show für das Publikum und um Salz in die Wunde zu streuen. Ich denke mir, es regiert sich einfach viel einfacher, wenn die Regierung nicht mehr dafür sorgen muss, dass zumindest die Hälfte ihrer Leute vor Ort ist, sondern die sich dann in dieser Zeit in viel größerer Anzahl lukrativen Nebentätigkeiten widmen können, wie der Herr Amthor und vielen anderen. Und um es ganz deutlich zu sagen, dieser Ausnahmezustand in allen Lebensbereichen, der zerstört nicht nur die wirtschaftlichen Grundlagen unseres Landes, er zerstört vor allem unsere Demokratie und nimmt uns unsere Freiheit. Forderungen wie nach der Einschränkung der Versammlungsfreiheit, einem der Kernelemente unserer Grundrechte, wäre vor Corona undenkbar gewesen. Das war es selbst als Linksextreme, Terroristen und ihre Freunde bei den Altparteien halb Hamburg in Schutt und Asche gelegt haben. Und heute reichen dafür friedliche Demonstrationen, auf denen man vielleicht nicht so wie hier den Abstand einhält und auch sich weigert, im Freien Maske zu tragen. Und auch das Grundrecht auf Eigentum wird in der Krise immer weiter ausgehöhlt, obwohl es natürlich Forderungen nach der Verstaatlichung von Immobilienunternehmen auch schon vorher gab. Aber irgendeiner wird für die vielen Fehler bezahlen müssen. Die Goldstücke sind es nicht, sondern das können notwendigerweise nur diejenigen sein, die sich etwas erarbeitet haben, die es geschafft haben, eine Rentenanwartschaft aufzubauen, vielleicht dazu noch Sparvermögen haben oder vielleicht sogar noch ein Häuschen oder eine Eigentumswohnung. Und während Geldvermögen und Rentenanwartschaft bereits seit Jahren durch die EZB in Form ständigen Kaufkraftverlusts und Nullverzinsung kalt enteignet werden, wird es der elektronische Euro ermöglichen, auch nominal das Vermögen der Bürger jederzeit um den politisch vorgegebenen Faktor zu verringern. Und bei Immobilien kennen wir das Prinzip der Zwangshypothek schon seit dem Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn aktuell darüber nicht laut gesprochen wird, dann heißt es nicht, dass es nicht irgendwann kommen wird. Allerdings nicht vor der nächsten Bundestagswahl. Darauf gehe ich jede Wette ein. Erst nach der Wahl. Und es gibt da noch viele weitere Folterwerkzeuge, die da schlummern. Der Immunitätsausweis wurde jetzt erst ganz aktuell vom Deutschen Ethikrat vorläufig abgelehnt, weil wir über Corona noch nicht genug wissen. So, und wenn wir mehr wissen, dann wird er wohl kommen. Und um uns noch gläserner zu machen, als wir es sind, soll die Bürgernummer kommen. Und das ist nichts anderes, als dass die Steueridee, bei deren Einführung hoch und heilig versprochen wurde, dass es keine allgemeine Verknüpfung der Daten der Bürger geben soll,
dass die zur allgemeinen Personenkennziffer ausgebaut werden soll. Und mit so einem gläsernen Bürger, wenn also alle behördlichen Daten auf allen Ebenen miteinander zusammengeführt werden und durch eine Personenkennziffer einer Person individuell alles zuzuordnen ist, dann lassen sich doch manche Corona-Vorschriften noch viel effektiver umsetzen und kontrollieren. Für die Folgen der ganzen Einschränkungen fließt im Moment noch viel Geld, egal ob als Corona-Hilfen an Unternehmen oder in Form von verlängertem Kurzarbeitergeld an Menschen, die vielfach in Wahrheit längst arbeitslos sind. Es wird nur verdeckt, wie früher in den volkseigenen Betrieben der DDR. Aber, liebe Bürger, bitte eines nicht vergessen. Das alles muss irgendeiner bezahlen. Und das sind Sie und niemand anderes. Und der Trick ist, wie immer, die Rechnung kommt erst nach der Wahl. Bitte daran denken. Und ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich nachher noch auf eine spannende Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank.